Jo, meine Lieben, hier melde ich mich wieder zurück, euer Luffy Evolution 666. Und wir haben ja hier letztens bei Enchantia, der Zorn der Phönixkönigin, haben wir hier ja letztens aufgehört. Und wir haben ja hier letztens, oh Gott, was haben wir letztens alles gemacht? Wir haben den Golem geholfen, die Sinnesorgane wieder ihm zu bringen. Dann haben wir halt zwei Bestandteile von dem Zentauren geholt und ja, also wir haben einiges gemacht in den letzten Folgen und ja, jetzt geht's weiter bei Enchantia. Genau, hier müssen wir jetzt die Bestandteile hinzufügen und das Horn. Und da ist die Tür aufgegangen. Ach ja, und da fällt mir noch gerade was ein. Es tut mir leid, dass die letzten Parts, die ich jetzt hochgeladen habe, dass die da ein bisschen asynchron geworden sind. Also, an meiner Festplatte liegt es definitiv nicht oder an meinem Rechner. Also, das kann nicht. Das kann nur an Fraps, glaube ich, liegen. Ja, also tut mir leid, dass die letzten Folgen ein bisschen asynchron geworden sind. Aber, naja, mehr als entschuldigen kann ich mich ja jetzt nicht, ne? So, ach, wie toll. Und, ach, nö. Warum? Nee, ich will nicht sofort irgendwie ein Bild machen. Ich möchte erstmal hier was anderes machen. Eine Schriftrolle. Ach nee, Trankrezept. Ah ja, genau. Und dann gab's da ja noch die Information mit dem Zwergenkönig, dass wir dem Sohn ja helfen müssen, weil der ja im Sterben liegt. Und ja, da müssen wir alles machen, um ihn wieder gesund zu bringen. Dies sind die drei Völker dieses Zeitalters. Die Elfen, die Menschen und die Zwerge. Sehr bekannt auch wie bei Herr der Ringe. Ach, was mache ich hier wieder Werbung. Und hier gibt es auch noch. Ohne einen Schatz kann ich dies... Ach, Schatz. Was lese ich davor? Ohne einen Schutz kann ich diese feurigen Pilze nicht anfassen. Ja, dann nimmt doch die Kettenhandschuhe. Yay! Und wir haben 4 Pilze. Sehr gut. So, da ist auch noch was. Das himmlische Emblem einer der großen Völker ist verschwunden. Ja, toll. Und das haben wir noch nicht, ne? Doch. Lol. Ach, das war... Nee, das war das nicht. Weißer Diamant. Lol. Okay. Okay, dann machen wir doch jetzt erstmal das. Oh, ein Feuerhammer. Okay. Bitte, Fraps, sei artig. Nicht, dass die Folgen wieder asynchron werden. Das wäre scheiße. Gut. Guckt euch erstmal das in Ruhe an. Ja, ich trinke in der Aufnahme, sowas tue ich. Und dann fange ich jetzt an, ne? So, dann da drüber. Links davon. Jawohl. Rechts. Dann hier oben. Dann hier unten irgendwo. Ah ja, da. Dann daneben. Da drüber. Schräg davon. Irgendwo hier. Ah ja, da. Dann da drüber. Dann hier. Rechts davon. Unterhalb. Dann hier. Und dann fehlen mir noch 2 Gegenstände. Okay. Eins ist da und das andere ist dort. Jawohl. Und da haben wir das nächste Wimmelbild geknackt. Ah ja, das sieht toll aus. Ja, doch. Ein Feuerhammer. Okay. Wenn ich dieser Statue das zweihändige Gefäß wiederbringe, entdecke ich vielleicht Wasserpilze. Aha. Das zweihändige Gefäß. Ja. Habe ich aber jetzt noch nicht. Oder? Ne, ich habe hier nur die Pilze.
Ach, da liegt auch noch was. Habe ich gerade nur per Zufall gesehen. Flügel der Freundschaft. Kann ich das hier hinzufügen? Nee, schade. Okay. Ja. Was kann ich denn jetzt machen? Ich gehe mal kurz zurück zum Brusios Palast. Vielleicht kann ich da jetzt den Heiltrank zusammenstellen. Also das Rezept habe ich. Jawohl, sieht gut aus. Das werden wohl die Erdpilze sein. Nee? Was muss ich denn da noch machen? Was soll ich nur als nächstes hinzugeben? Oder sind das die Metallpilze? Ah, das sind die Metallpilze, dann sag das doch. So, das werden wohl die Waldpilze sein. Jawohl. Ja. Grüne Flüssigkeit. Nom 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 nom. Dann ein bisschen Würze. So, dann mit Mörser klein hacken. Dann kommen die... Ah ja, das werden wohl die Erdpilze sein. Jawohl. Dann die rote Flüssigkeit hinzufügen. Dann kommen... Ah, shitte. Nein. Ein Pilz fehlt mir noch. Toll. Na, super. Da habe ich jetzt so toll angefangen. Mit dem Trank und da fehlt mir doch noch was, ey. Ja. Toll. Ich glaube, ich weiß wo. Hier vielleicht noch irgendwo, oder? Nee? Wo denn? Hä? Also doch hier. Nee, hier kann ich schon nichts mehr machen, oder? Nee. Tut mir leid, dass ich jetzt so oft auf die Hilfe klicken muss, aber... Ist halt so. Ach so, ich darf hier das nächste Wimmelbild machen. Ja, dann sag das doch. Ah ja, da bekommen wir die Elfenphase. Ja, okay, dann weiß ich, wo ich die denn hinbeordern muss. Wenn ich den Weg finde. Ja, cool. Okay, dann guckt euch erstmal in Ruhe nochmal das Bild an. Gut. Dann fange ich jetzt mal an. Und zwar oben links. Dann da drunter. Oh Gott, gut getarnte Augen, ey. Dann da. Da unten. Dann hier oben soll es auch noch irgendwas geben, ja. Dann das blaue Juwel. Dann den Ring und dann hier, genau. Dann die Blumen. Die Elfenstatue. Und da haben wir es auch wieder. Ah ne, ein Teil fehlt mir noch. Okay. Ah, da oben. Gut, jetzt haben wir aber alles. Super. Und da haben wir die Elfenphase. Okay. Jetzt erstmal wieder zurück. Genau, und ihr die Vase jetzt bringen. Yay! Ah ja, da ist der Pilz. Wasserpilze. Genau, die haben mir gefehlt. So, und jetzt wieder zurück zum Palast. Ach, wie toll. So, ich hoffe, dass ich jetzt alles habe. So, wieder mit dem Mörser klein hacken. Und dann die Feuerpilze hinzufügen. Hey, cool. Wow. Und da haben wir den Heiltrank zusammengebraut. Okay, Pilztrank. Okay. So, dann müssen wir wieder
ins Eisenreich wieder zurück. Und dann hoffen wir mal, dass der Sohn wieder gleich leben wird. Oder dass wir ihn irgendwie heilen können. Please, go to Ambrose Palace and see if anyone there knows how to revive my son. Hallo? Moment. Dann eben so. Und er ist wieder wach. My dear son. I'm sorry, Father. Though the herbal mushroom potion broke my curse, my wounds are too great. Oh, scheiße. Not even sorcery will be able to extend my life this time. Thank you, Father, for staying by my side all these years. Thank you for your help. Father, my last wish is for you to help this kind stranger who has done so much for me. Aww. I'm sorry, Father. My time is up. Scheiße. Please, take care of yourself and go and live a happy life. I love you very much. Oh Gott, das ist traurig. Scheiße. Und ich dachte, wir konnten ihn noch rechtzeitig noch heilen, aber naja. Take this key to the vault. Gather whatever treasures you need. Oh. Kann ich mir vorstellen, dass man als Vater sehr traurig ist. Gewölbeschlüssel, okay. Ah. Nee, doch nicht. Okay. Was darf ich denn jetzt machen? Ach doch, wieder zurück. Ja. Ach, hier vielleicht. Ah ja. The prince is dead? Oh, good riddance. I never wished to serve that stupid red blood usurper and his son, but my oath to the last blue blood king kept me here. With no heir and no subjects left, this kingdom is finished! I'm free to go! Oh Gott, okay. Der Prinz ist tot? Welch Befreiung! Ich wollte diesem thronräuberischen Rotblüter und seinem Sohn niemals dienen, doch mein Eid an den letzten Blaublutkönig hat mich an diesen Ort gebunden. Ohne Erben und ohne Untertanen ist dieses Königreich nicht mehr. Ich bin endlich frei. Here, let me give you this old fragment. The Blue Blood King gave it to me. The fragment supposedly belonged to the Skybirds, the race that existed around the same time as the Ancients. I have no use for this old thing, so you can have it. Bye! Lol. Hier, ich habe ein altes Fragment für dich. Der Blaublutkönig hat es mir gegeben. Das Fragment gehörte angeblich den Himmelsvögeln, einem Volk, das zu der Zeit der Alten gelebt hat. Ich kann dieses alte Ding nicht gebrauchen. Du sollst es haben. Lebe wohl. Ja, vielen Dank. Und nun ist er auch verschwunden. Toll. Okay. Kopf des Artefakts. Ach ja, super. Ja, das war das. Das haben wir ja schon in der letzten Folge schon gelesen. Die feurige Waffe der Feuergöttin fehlt. Ja, dann benutzen wir den Feuerhammer. Yay. Okay. Sie leuchtet jetzt rot. Toll. Das eisige Werkzeug der Eisgöttin fehlt. Habe ich irgendwas? Nö. Oh, Entschuldigung. Das war ein Aufschluck. Tut mir leid. Ja, und jetzt? Was darf ich jetzt machen? Ah ja, jetzt darf ich hier hin, okay. Ah ja. Und die Flügel. Nee, doch nicht. Okay. Hier fehlen Hilfsmittel zum Fliehen. Achso, ja. Hä? Ach so, ach da unten, ja. Sorry. Ah ja, und da haben wir das zweite Blatt. Super. Hallo Phönix. Ja.
Ja, du kannst hervorragend pullen. Hallo Golem. Wumms. Don't worry, if Dwarf Masters need me, they can restore me. Friend is safe. Kingdom is safe. Oh Mann. Golem is happy. Der arme Golem. Golem just going to sleep now. Och Mann, warum müssen unsere Freunde immer sterben? Das ist doch scheiße. Er ist der Sohn vom Zwergenkönig und jetzt der Golem, weil er sich für uns geopfert hat. Super. Die verkohlten Überreste des Golems liegen leblos auf dem Boden. Und wir können ihn jetzt nicht nochmal reparieren. Toll. Naja, aber zumindest ist der Phönix es auch nicht mehr. Also der Leibwächter von der Phönixkönigin ist jetzt auch tot. Ja. So, jetzt muss ich nur kurz gucken, wo man jetzt nochmal die Blätter hinzufügen konnte. Ah ja, hier, ne? Jawohl. Das Goldblatt. Ah ja. Und da haben wir den schwarzen Diamant. Ah ja, okay. Dann weiß ich ja, wo ich den hinpacken muss. Genau hier. Bei der Krone. Ah ja. Und da haben wir den Eishammer, ne? Jawohl. Okay. Dann können wir ja wieder zurück und ihr den Eishammer geben. Die Türen öffnen sich. Endlich kann ich den gut beschützten Bereich des Gewölbes. Und da konnte ich das nicht mehr weiterlesen. Ich muss ein bisschen schneller lesen. Ah, aber ihr könnt es ja pausieren. Ja, dann müssen wir garantiert den Schlüssel benutzen. Jawohl. Endlich habe ich das zweite Singvogel-Ei gefunden. Ich sollte es dem Professor bringen. Okay. Ja, Singvogel Nummer 2 gerettet. Die Hälfte von den Singvögeln haben wir schon geschafft. Oh ja. Oh, das sieht süß aus, das Küken. Ja. Und wir haben die Hälfte von den Singvögeln befreit. Noch zwei und dann können wir vermutlich die Phönixkönigin schon bezwingen. Ah, you found the second songbird. Well done. I have been doing research and I have located the last two songbird eggs. The horse tribe leader has one egg, while the wolf clan chieftain holds the other. Ah, du hast einen zweiten Singvogel gefunden. Gut gemacht. Ich habe nachgeforscht und herausgefunden, wo sich die zwei letzten Singvögel-Eier befinden. Die Anführerin des Pferdeklans hat eins und der Anführer des Wolfsklans das andere. Okay. The two human tribes live in the Valley of Ruins and they are on the brink of war. You must figure out how to get those two eggs from them somehow. In the meantime, I will stay here and continue to gather intelligence on the Phoenix Queen's whereabouts. Die zwei Clans der Menschen leben im Ruinental und sie stehen kurz vor einem Krieg. Du musst herausfinden, wie du die Eier von ihnen bekommst. Ich bleibe derweil hier und suche weiter nach Hinweisen zum Aufenthaltsort der Phönixkönigin. Ah ja, jetzt kommen die zwei Clans. Ah ja. Und da haben wir das Pferdeabzeichen bekommen. Ah ja. Zu den Clans muss ich später noch was sagen. Aber das kommt noch. Ah ja, das ist jetzt hier im Ruinental. Okay. Dann wollen wir mal. Formerly the home of mysterious prehistoric animals, the fertile Valley of Ruins is now inhabited by two opposing human tribes. Tension between the tribes is high, and a war might break out at any moment. Travelers should be cautious when journeying there. Und da sieht man so schön die Pferde und die Wölfe. Akt 9 im Ruinental. Super. Okay. Ach ja, das war hier auch noch eine tolle Sache. Wow, die sehen toll aus. Oberflügel des Artefakts. Ah ja, okay. Und Fischgräte. Nom nom nom. Und da können wir die Schaufel noch mitnehmen. Okay. Weil die auch gerade noch geblinkt hatte.
So, was muss ich da haben? In dieser runden Aussparung wurde das Bild einer giftigen Kreatur eingearbeitet. Naja, sieht aus wie ein Skorpion, ne? Gehen wir erstmal... Moment mal, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist auf der linken Seite der Clan der Pferde und auf der rechten von den Wölfen. Aber das kann man jetzt hier von den Bildern auch erkennen. Der Pferdeklan und der Wolfsklan könnten jeden Moment in den Krieg ziehen. Und das wollen wir ja verhindern, wenn es geht. Ach, wie toll. Wollen wir ihn erstmal ansprechen. Okay. Die Mitglieder des Pferdeklans gehen eine symbiotische Partnerschaft mit ihren Pferden ein. Okay. Und da kann ich wahrscheinlich mit der Schaufel buddeln. Jawohl. Steinkralle und robuster Fetzen. Och, wie toll. Und da... Ja doch, Moment. Könnte das Pferdeabzeichen reinpassen. Nee, doch nicht. Okay. Ich habe nichts gesagt. Hier hat er auch irgendwas geblinkt, oder nicht? Doch. Da. Ein Kescher. Ein Kescher. Okay. Na okay, machen wir erstmal das Wimmelbild. Guckt euch das erstmal in Ruhe an wieder. Ihr kennt es ja schon langsam.